So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute geht es mal nochmal über das Thema Astralreisen, auch Stand der Dinge und auch noch ein paar andere Sachen. Ja, jetzt noch was Allgemeines zu meinem Kanal. Ja, Abonnentenzahlen werden immer mehr, das ist also super. Ich habe jetzt auch sehr viele spannende Themen, das wird also richtig jetzt interessant. Ich habe eine Sensation auch noch zu berichten. Da mache ich jetzt auch noch ein extra Video. Ja, dann auch noch was interessant, auch meine Verwandlung. Und da werde ich dann auch ein paar interessante Sachen erzählen können. Jetzt, heute mache ich jetzt noch mal ein Video über Astralreisen. Und jetzt möchte ich auch ein bisschen erzählen, was jetzt so bei mir so Stand der Dinge ist. Also, bei mir ist es jetzt gerade so, Astralreisen könnte man sagen, ist jetzt gerade ein bisschen Flaute entzogen. Also ich habe zwar mal ab und zu mal wieder Astralreisen packt, also ich bin raus aus meinem Körper, bin aber nach kurzer Zeit wieder rein. Ja, die waren relativ kurz, also bin auch, wie gesagt, durch Gegend geschwebt und bevor ich dann was machen konnte, war ich aber leider schon wieder in meinem Körper. Also es hat irgendwie Konzentration gefehlt. Grund war der, weil ich einfach zu viele Themen gerade im Kopf habe. Also zu viele Sachen, was mich gerade bewegen. Und deswegen fehlt mir auch ein bisschen die Konzentration, muss ich auch sagen. Eine spannende Sache kann ich erzählen, was war, ich bin mal aus meinem Körper, also bei mir im Schlafzimmer, und dann war plötzlich astral ein älterer Mann quasi immer im Schlafzimmer. Da war ich natürlich mal geschockt. Also gut, geschockt, was heißt geschockt? Also man hat jetzt keine so negative Empfindungen im Astralkörper, die hat man eigentlich im physischen Körper. Aber es war natürlich schon so, oh, was geht jetzt ab? Ja. Und das war quasi anscheinend. Vermute mal ein verstorbener Astralreisender, also was heißt Astralreisender, also verstorbener könnte man sagen, Geist, denke ich mal, ja. Auf jeden Fall, dann bin ich aber gleich zu der Person hingegangen und habe sie dann quasi mit meinem Astralarm, bin dann so quasi auf sie zugegangen, habe sie dann quasi in die Schulter so gehalten und habe gesagt, was suchen Sie hier, was wollen Sie in meinem Schlafzimmer? Gell? Und dann hat er mir so komisch erschreckt angeschaut und ist dann abgehauen wieder aus meinem Schlafzimmer. Und beim Rausfliegen, also quasi, habe ich dann noch hinterhergerufen, wenn Sie schon, ja, quasi hier in meinem Schlafzimmer rumspannen, dann können Sie mir aus dem Körper ziehen. Ja, also, das wäre jetzt auch noch mal die Idee, dass man vielleicht andere Astralreisende vielleicht mit einspannt, dass sie einem aus dem Körper ziehen. Also, wenn schon jemand ist, also, sowas kann auch passieren, dass also jemand im Astralzustand sich auch im Schlafzimmer aufhält. Und das, ich denke, ist zwar selten, aber ich habe auch schon von anderen gehört, dass es so ihnen auch schon was passiert ist, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Person reinkommen ist, nachdem ich aus meinem Körper verlassen habe, oder ob die schon da war. Das kann ich nicht sagen. Also es kann auch sein, dass durch das, dass ich aus dem Körper raus bin, ich quasi diesen Geist, wenn man so will, ja, man könnte ja auch sagen, Geist, quasi anzogen habe. Ja, kann natürlich auch sein, also ist beides möglich. Aber auf jeden Fall werde ich es auf jeden Fall versuchen, dass ich dann wirklich sage, also wenn Sie schon da sind, dann können Sie mir aus dem Körper rausziehen in der Nacht. Ja, das würde mir dann Hilfe, dann komme ich leichter aus meinem Körper. Das wäre zum Beispiel mal eine Idee. Ja, okay, ja, das war es jetzt mal soweit. Also ansonsten ist jetzt nichts Besonderes passiert, was jetzt irgendwie so in einem Video erzählenswert wäre. Und es ist halt, wie gesagt, aus Grund mangelnder Konzentration bin ich halt auch nicht oft aus dem Körper rauskommen, ja, weil ich einfach so viele andere Sachen nicht im Kopf habe. Aber ich habe was für euch. Und zwar, dieses Buch möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Habe ich jetzt auch gerade erst durchgelesen. Also heute bin ich fertig geworden und habe das Buch durchgelesen. Und zwar Out of Body, ich heb's mal noch ein bisschen so in die Kamera, ups, halt, so muss ich. Out of Body von William Bullman. Also ein super Buch. Out of Body von William Bullman. Warum finde ich das so gut? Weil viele Erfahrungsberichte drin sind, viele Tipps, viele Tricks, ja, Techniken, ja.
Und auch was die Wissenschaft sagt und alles rund um Astralreisen, was ihr euch vorstellen könnt. Also von William Buhlmann, Out of Body, ein super Buch, muss ich echt sagen. Also, ihr seht, ich bin selber Schriftsteller, ja, und mache Werbung für andere Schriftsteller. Ja, somit löse ich mich von jeglichem Konkurrenzdenken. Also ich habe mich ganz von Konkurrenzdenken gelöst und bei den nächsten Videos mache ich dann auch noch Werbung für andere YouTuber, weil ich zeigen will, schaut her, ich hab was gegen Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken führt immer zur Feindseligkeit und man verreibt sich aneinander, anstatt dass man zusammenarbeitet. Und gerade die spirituellen Leute, finde ich, sollten zusammenarbeiten für das Ziel, für die Bewusstseinsrevolution. Das ist aber ganz wichtig. Deswegen mache ich jetzt dann auch Werbung für andere YouTuber. Da gibt es nämlich dann auch viel zu erzählen. Ja, es gibt ja sehr viele spirituelle YouTuber, auch Leute, die sich mit Astralreisen beschäftigen. Und da werde ich auf jeden Fall Videos machen dazu. Ja, wenn wir jetzt gerade nochmal beim Thema Astralreisen sind, nochmal erklären. Ja, was sind Astralreisen? Astralreisen sind außerkörperliche Erfahrungen. Die höchst entwickelte Art des Träumens, kann man auch sagen. Ja, weil Astralebene und Traumebene ist ja dieselbe Ebene. Es gibt unbewusste Träume, es gibt die luziden Träume und die höchste Form ist Astralreisen. Und dann gibt es ja noch Seelenreisen dann auch noch. Ja. Wobei man sagen muss, bei Astralreisen sollte man nicht von einem Traum reden, weil das eine ziemliche Degradierung ist. Es ist schon einiges mehr als nur ein Traum, ja, wenn man da Sachen machen kann und Möglichkeiten hat, die man jetzt in einem Traum ja nicht hat, ja, wenn man da unbewusst ist, ja. Wobei auch ein Traum nicht unnütz ist. Also auch vom Traum, ein Traum zeigt einem ja auch Lektionen, ja, die einem hilfreich sind. Deswegen ist Traumerinnerung gut, aber Astralreisen ist eben noch mal mehr. Also da kannst du ja den Seelenführer treffen und du kannst ja alle möglichen auch Fragen stellen und Weltallerforscher und. Also gibt es ja so viele, du kannst in die Vergangenheit reisen und. Also natürlich, wenn man geübt ist, ja. Also es ist nicht so wie bei mir, weil ich bin ja auch ziemlicher Anfänger in der Sache. Kann man also, hat man sehr viele Möglichkeiten, ja. Und ja, okay. Deswegen sind auch Astralreisen, das zu lernen ist wichtig und auch die ganzen Skeptiker, ja, würde ich empfehlen, einfach mal sich darauf einzulassen, weil es ist ja schon möglich, Astralreisen, ohne dass man einen Cent bezahlen muss, zu lernen. Ja, also ist ja klar, man will ja auch nicht auf irgendwelche Scharlatane reinfallen, ja, aber bei Astralreisen, man kann sich die Frequenzen, die sind alle kostenlos bei YouTube, man kann Astralreisen eigentlich im Prinzip ohne einen Cent zu bezahlen lernen, man kann sich auch Bücher ausleihen und, ja. Also es ist ja eigentlich, ja, ohne Probleme möglich. Also bei Skeptiker ist es ja so, dass ich sage, okay, das ist okay, wenn man skeptisch denkt, aber man muss ja immer noch so intelligent sein und sagen, okay, das, was ich gewinnen kann daraus, ja, ist ja so viel wert, dass ich das riskiere, dass ich da mir auf die Sache einlasse, ja. Skeptiker hat ja nur Angst, dass er sich lächerlich macht, dass er sich dass er auf irgendwas reinfällt, ja, und einen Haufen Geld bezahlt. Aber ich muss ja dann immer den Nutzen daraus in einem Verhältnis setzen, ja. Und der Nutzen ist ja echt, wenn man mal das erlebt hat, wie man durch die Wand geht, wenn man das mal echt erlebt, wenn man sich vorstellt, wupp, ich war richtig in der Wand drin, ich bin durch die Gegend geflogen, wenn man das mal gesehen und erlebt hat, da wird man sich sagen, wird sich, wenn das der Skeptiker wüsste, was das für ein Gefühl ist, der würde sich in den Arsch beißen, ja. Also, und von dem her würde ich auch jedem Skeptiker auf jeden Fall raten, einfach so mal Astralreisen zu lernen. Man hat nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Ja, und was man gewinnt, ist also wirklich viel. Okay, ja, was ich noch erzählen will, Astralwelt, man kann sich so vorstellen, also es gibt ja die physische Welt, man sieht ja die physische Welt, aber das ist was ein bisschen im Hintergrund ist, weil es ist alles ein bisschen dunkel, ja, weil normalerweise ist man ja nachts unterwegs. Und die Astralebene zieht sich wie ein Schleier drüber. Ja, und die physische Welt ist auch ein bisschen so verschwommen, auch kann man sagen. Also man kann ja dann auch sagen, wie Klarheit jetzt, ja, dann sieht man dann alles ein bisschen deutlicher. Aber am Anfang ist ja immer alles verschwommen. Und wie gesagt, und alles, was astral unterwegs ist, das kriegt man sofort mit. Das leuchtet ein bisschen auf, könnte man sagen. Ja, wenn ein Tier astral unterwegs ist, dann ist es also
wie wenn es hell leuchtet, ein bisschen so, hat so eine helle Aura. Also man sieht es dann schon in der Nacht auch, ja, was da so astral kreucht und fleucht, wenn man das mal so will. Ja, man sieht es dann. Also wie gesagt, die Astralebene zieht sich quasi wie ein Schleier quasi über die physische Ebene. Ja, so muss man sich das alles vorstellen. Also ist wirklich hochinteressant, Astralreisen. Okay, das war's mal soweit mit dem Video. Wie gesagt, es kommen jetzt ganz spannende Videos, also bleibt dran, Leute, es wird echt heftig, ja. Und ihr seht ja, ich filme das jetzt gerade wieder am Computer, ich werde auch wieder Livestreams machen. Und im Übrigen habe ich mir hier von Spenden dieses Mikrofon geleistet, ja. Ihr seht, damit will ich beweisen, dass ich auch die Spendengelder auch investiere in meinen Kanal. Also ihr dürft ja denken, dass man mir spendet, dass ich das Ganze versorge. Ihr seht hier, ein neues Mikro kaufte. Sonst wäre es jetzt auch nicht mehr möglich, da mit dem Computer Videos zu machen. Sonst müsste ich wieder mit dem Handy Videos machen. Ja. Und wie gesagt, und in Zukunft werde ich auch mit Schnittprogrammen arbeiten. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Teilt das Video, ja. Und dann würde ich sagen, macht es gut und gute Woche und bis bald.